Ich arbeite im Rettungsdienst vom Spitalverbund Appenzell-Ausserrhoden als Rettungssanitäterin. Unser Hauptgeschäft dort ist primär mal Patientenrettung, aber auch in der einsatzfreien Zeit Mitarbeit von Qualitätsmanagement, verschiedenen Fachbereichen, Ausfahrt und Weiterbildung. Dann übernehmen wir gewisse Ämter, je nachdem ist da Ablaufkontrolle der Medikamente oder Reinigungsaufgaben. Das Hauptaufgabengebiet ist natürlich die Patientenversorgung. Wenn es zu Einsatz kommt, rücken wir aus und den Patienten versorgen. Das ist sehr eine unterschiedliche Tätigkeit, sehr abwechslungsreich. Je nachdem haben wir sehr anspruchsvolle Einsätze, wo wir sehr gefordert werden, aber dann gibt es auch wieder schöne Einsätze, wo Verlegungstransport oder so, wenn es dem Patienten auch schon wieder ein bisschen besser geht. Das ist, finde ich, sehr ein schöner Bereich zum Arbeiten. In meiner Freizeit bin ich sehr sportlich unterwegs. Eines meiner eher neueren Hobbys, aber sehr intensiven Hobbys ist alpines Wandern, Richtung Bergsteigen und auch jetzt vorbereitet auf Hochtouren. Dort bin ich halt sehr oft in der Natur unterwegs, in den Bergen natürlich. Wir haben immer wieder neues Material, das wir ausprobieren, das wir testen. Es geht immer ein bisschen Planung voraus. Wir müssen planen, wie das Wetter wird, welche Touren dass wir gehen, was das uns überraschen könnte oder nicht. Dort ist es wichtig, dass man sich halt wirklich vorbereitet. In meinem Hobby sowie auch im Beruf bin ich technisch sehr versiert. Man braucht zum Bergsteigen sowie aber auch beruflich technische Erfahrung, um mit dem Material zu schlagen und damit umgehen.